Das Bauchaortenaneurysma ist eine mehr als 5 cm große Aussackung der Aorta unterhalb der Abgänge der Nierenarterien. So etwas kommt zwar nicht sehr häufig vor, wird jedoch vom Patienten in der Regel nicht bemerkt. Wenn es ab einer gewissen kritischen Größe platzt, wird es nur selten überlebt. Seit rund 20 Jahren gibt es eine neue und verhältnismäßig ungefährliche Operationsmethode, die den Patienten eine große Operation mit Eröffnen des Bauchraumes erspart. Wenn diese Methode dann noch in einem speziell dafür gebauten OP mit einer fest installierten Hochleistungsröntgenanlage durchgeführt wird, geht es schnell und genau und fast ohne messbares Risiko für den Patienten. Ja, sogar bei schlechter Nierenfunktion können wir diese Schlüssellochoperation durchführen, ohne dass der Patient fürchten muss, dass es durch die notwendige Kontrastmittelgabe zu einer Dialysebehandlung kommt. Und sogar in örtlicher Betäubung ist diese Operation möglich. Das Aneurysma wird durch eine drahtverstärkte sogenannte Endoprothese aus Kunststoff ausgeschaltet, die innen in die Aorta im Bereich ihrer unteren Verzweigung Y-förmig unter Röntgenkontrolle eingebracht und auch zusammengesetzt wird. Die Operationszeiten reichen von 50 Minuten bei einfachen bis mehrere Stunden bei komplizierten Fällen. Die Gesamtaufenthaltsdauer im Krankenhaus beträgt 5 bis 7 Tage.